Yo, 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 Friends, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr kennt es vielleicht schon, dieses Game, worum es heute gehen wird, denn es ist Naruto Online. Dieses Video wurde gesponsert und genehmigt von Oasis Games. Ja, es ist eine Produktplatzierung und ich hatte dazu schon mal ein Video gemacht, genauso wie der liebe Theoretiker, und wir hatten das beide hochgeladen. Und ja, wir haben ein bisschen weitergespielt und auch ein bisschen so mehr von diesem Spiel erfahren, so immer mal wieder reingeschaut, und deswegen dachten wir uns, okay, ein zweiter Part, einfach um es sozusagen abzuschließen, beziehungsweise mehr von dem Spiel zu zeigen und dass man halt auch viel mehr erreichen kann. Denn, ja, wie ihr sehen könnt, es ist eine weitere Mission, die man dann später im weiteren Verlauf des Spiels macht. Ich bin schon Level 19 und man sieht hier das Kampfgeschehen und ja, alles allgemein bisschen ja, passender gezeigt, weil vorher war es halt nur wirklich der Anfang, der Einstieg sozusagen, und das kann ja jeder von euch machen. Und ja, wenn man ein bisschen weiterkommt, kann man halt ein bisschen mehr machen, und ja, demnach seht ihr hier eine bisschen heftigere Mission, die es dann später gibt. Und das Coole an dieser Mission ist, dass man hier gegen irgendeinen Clan auf jeden Fall kämpft, und wenn man die Mission abschließt, es ist halt momentan dunkel und dann kommt dieser Tagzyklus, dass man halt diese Mission sozusagen abgeschlossen hat. Später kann man dann auch zum Beispiel, wie ihr hier sehen könnt, einfach eine Gruppe erstellen. Ich habe hier jetzt mit dem Theo eine Gruppe erstellt, kann mit dem rumlaufen und Missionen machen, wobei man nur Missionen machen kann, wenn man ungefähr auf ähnlichem Level ist, soweit ich weiß. Und Theo war ein paar Level höher, deswegen haben wir uns entschieden, okay, macht jeder einzeln. Und ja, das hat dann ganz easy geklappt. Also es ist wirklich, diese Team-Mission, alles macht im Team mehr Spaß. Das solltet ihr alle wissen. Es ist halt im Endeffekt auch immer so, auch wenn ihr den krassesten AAA-Titel habt, wenn du nur alleine spielst, macht der nicht ganz so viel Spaß wie mit Freunden, ist ja so. Und ja, das ist hier absolut genau der gleiche Fall. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe noch den gleichen Charakter und wir sind, glaube ich, auf dem Server Nummer 67. Also ihr könnt da gerne drauf kommen, drauf joinen, mit uns spielen. Wir sind da wahrscheinlich ein paar Mal online. Der Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung, wo ihr halt dazu kommt, wie ihr mit uns spielen könnt. Einfach da klicken, registrieren, und ja, das wär's auch schon. So, hier haben wir meine Charaktere. Wie ihr sehen könnt, momentan habe ich Sakura, Naruto und Sasuke, das normale Team 7, und ich bin halt selbst in der Mitte. Man kann das halt so ein bisschen verschieben, und hier sieht man auf jeden Fall, ja, zum Beispiel kann ich hier die Charaktere aufwerten, man kann denen so Nudelsuppen und so weiter geben, so dieses japanische Essen, um es aufzusteigern, und bei Naruto Ramen und so weiter. Und man kann sich auch neue Charaktere holen. Hier blende ich mal ganz kurz ein, dass man dann später viel mehr Charaktere hat, also wirklich viel, viel mehr. Man kann, glaube ich, auch Itachi und so kriegen, was mein absolutes Ziel ist momentan. Wie ihr hier sehen könnt, es gibt wirklich fast jeden einzelnen Naruto-Charakter, der irgendwie in der Story wichtig war bzw. ist, und den kann man dann in sein Team hinzufügen. Und ja, man kann sich immer mehr Leute ins Team holen, sogar den einschwänzigen Naruto, Kakashi, davon gibt es auch mehrere Versionen, es gibt ihn sogar als Kind. Und ja, den kann man dann einfach ins Team packen und mit ihm dann spielen, mit ihm dann kämpfen. Jeder hat eine andere Fähigkeit, und ja, das ist so ein bisschen, ja, so eigener Kampfstil kann sich jeder machen, und das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Danach hier diese Mission mit Zabuza, die war auch richtig geil meiner Meinung nach, denn Zabuza ist für mich, beziehungsweise dieser Kampf mit Zabuza und Haku war wirklich einer der traurigsten Kämpfe überhaupt. Weil es halt wirklich, es war so ultra herzergreifend, dass man in Naruto das erste Mal wirklich einen Tod mitbekommen hat. Natürlich, man wusste, dass Narutos Eltern gestorben sind und so weiter und so fort, aber man hat das nicht vorher gesehen, und das war hier so das erste Mal. Und das Coole ist, dass es hier auch Anime-Szenen gibt. Der Sound ist nicht dabei, sondern hier die Untertitel. Und ja, ich lasse euch da mal ein paar Minuten alleine. Den Rest könnt ihr ja schauen, wenn ihr diese Mission spielt. Ich will euch nicht zu viel zeigen davon, weil ja, ihr sollt ja noch was davon haben, es zu spielen zum Beispiel. Und ja, Zabuza und Haku sind ja schon lange vereint. Und ja, das ist die Story halt von denen im Anime, so wie es halt im Anime war.
so nach Abschließen dieser Mission kriegt man auch dementsprechend die Charaktere, die für diese Mission ja relevant waren. Und hier in diesem Fall ist es Haku und man kann sie dann auch ins Team mitbringen. Das heißt, wenn es zum Beispiel bald eine Itachi-Mission geben würde, die wahrscheinlich spät kommt, weil es halt ein richtig krasser Charakter ist, kann man den sich dann holen und einfach ins Team tun. Natürlich, man kann nicht unendlich Leute ins Team holen, aber je stärker, je besser man wird, desto mehr kann man dann auch reintun. Und ja, wenn man zum Beispiel drei Leute reintut, die halt wirklich stark sind, beziehungsweise die schon höher gelevelt sind oder die man im späteren Spielverlauf kriegt, steigt auch die Kampfkraft von jemandem. Jeder hat eine individuelle Kampfkraft und das kann man auch sehen, wenn man zum Beispiel online in der Lobby rumläuft und so auf die Leute draufklickt, dann sieht man so schon seine Kampfkraft, die halt dadurch zusammengesetzt wird, welche Charaktere man im Team hat, was ich absolut cool finde. Ich habe zum Beispiel gegen den Theo gekämpft, er war ein paar Level höher als ich und seine Kampfkraft war auch schon höher, deswegen hat er mich da zerstört, das könnt ihr auf jeden Fall bei ihm abchecken. Und ja, wie gesagt, zu jeder Mission gibt es halt passende Charaktere, die man dann auch zu sich ins Team holen kann. Und ja, wie gesagt, vielleicht melde ich mich nochmal, wenn ich Itachi habe, aber ich glaube, das dauert noch, beziehungsweise ich weiß nicht mal ganz genau, ob man ihn kriegt, aber das wäre wirklich mein absolutes Ziel für dieses Spiel. Naja Leute, das wäre es dann auch schon von diesem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte einfach ein bisschen zeigen, wieso der Fortschritt bei mir, wie es so weiterlief, ob ich das weitergespielt habe und ja, wie weit ich gekommen bin in diesem Game. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr es auch gespielt habt oder ob ihr es vorhabt zu spielen. Und wenn ihr es schon spielt, ihr könnt mich natürlich adden. Ich heiße Akata und ja, bin auf dem Server 67, also Server Udon. Und ja, da könnt ihr einfach drauf gehen, mich adden über die Freundesliste und wir können vielleicht ein paar Missionen zusammenspielen. Auf jeden Fall, Theo ist auch auf dem gleichen Server, er heißt glaube ich Theo, das könnt ihr bei seinem Video oben links sehen, wie er heißt. Aber er ist auf dem gleichen Server wie ich, habt ihr ja gerade gesehen. Und ja, addet uns, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Ihr könnt gerne auf jeden Fall Kritik da lassen. Muss ja nicht jeder cool finden, das Spiel. Ist ja jedem selber überlassen. Und ja, das wäre es auch schon gewesen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.